Hi Leute, willkommen zurück hier bei Steve und Lemmy in Moonlight Falls. Und ich nehme diese Folge jetzt zum vierten Mal auf, weil ich doof bin und die ganze Zeit nicht hinkriege, was wir denn als nächstes machen können. Denn wir haben ja vor, heute wieder nach China zu reisen, um da dann ja, neue Aufgaben zu machen und natürlich auch mit der guten Wu Xio, wo ist sie? Die ja nicht hier irgendwo in der Nähe ist, sondern die ja tatsächlich in China noch weiterhin ist. Ja, ihr zu sagen, dass wir mit ihr nicht weiter irgendwie verkehren werden. Denn sowohl Manogo da aus Frankreich als auch Aisha Lufti aus Ägypten sind halt irgendwie hier in Moonlight Falls zu Besuch oder vielleicht sind sie auch hierher gezogen, wer weiß. Ja, jedenfalls wollen wir halt tatsächlich zu Wu Xiu gehen, weil das geht definitiv einfacher. Und hier müssen wir mit dem Job nichts mehr machen. Das heißt, du kannst normal arbeiten. Er wird heute sehr wahrscheinlich auch befördert. Vor allem, weil wir jetzt auch noch die Aufgabe haben, die gleich noch abgeschlossen wird. Das heißt, da werden wir Stufe 8 werden der Militärkarriere. Das wird cool. Hier, die Rekrutierungsveranstaltung war ein voller Erfolg, denn jeder liebt schließlich Düsenjets und Raketen. Der General ist froh, dass du dir die Zeit genommen hast, zu helfen. Da deine Jobleistung gestiegen ist, rückt deine Beförderung in greifbare Nähe. Ja, sie werden sehr wahrscheinlich befördert. Und Lemmy ist in der Zeit dabei, hier ein bisschen was auszugraben und zu finden und zu sammeln. Da könnten wir vielleicht die ganzen Sachen auch mal wieder Steve mitgeben, dass er da irgendwie was draus schleifen lässt. Wir haben auch noch was davon sogar in der Post drin. Das heißt, da könnten wir auch mal schauen, ob wir uns das nicht dann holen nach der Arbeit noch. Und ja, dann werden wir nach Frankreich, nicht nach Frankreich, nach China reisen. Allerdings haben wir aktuell noch in China Visum Level 2, weil das Spiel doof ist und das hängt ja nicht mal mit dem Haushaltwechseln zusammen, dass dann nicht alles so angenommen wird, wie es eigentlich ist. Wir haben halt eigentlich schon Visum Level 3 in China und haben da auch schon Ferienhaus. Aber ja, dann reisen wir da erstmal hin, machen die Aufgabe. Bin mal gespannt, vielleicht wird die Aufgabe allein uns sogar schon Visum Level 3 beschaffen. Ich meine, es ist ja eigentlich nicht so wichtig, wo wir jetzt unbedingt in der Zeit sind. Wir haben ja das Ferienhaus eigentlich, aber einfach mal gucken, wie gut das so läuft. Ansonsten, ja, was heißt cheaten? Ansonsten hole ich mir das halt wieder. Das Schöne ist ja, wenn man Master Controller und Debug Enabler hat, dann kann man so gut wie alles irgendwie damit einstellen. Man kann sich das natürlich auch alles quasi eher cheaten mit den Mods, aber ich versuche mir das ja, ja, ehrlich zu erarbeiten, aber wenn das Spiel halt dagegen läuft und dagegen arbeitet, gegen das sich ehrlich erarbeiten, und einem etwas wegnimmt, was man sich eigentlich schon längst geholt hat, dann bin ich da natürlich böse und hole mir das auch wieder, ne? Wissen wir ja. Post nehmen, Rechnung bezahlen für Steve. Und ich glaube, in der Post sind dann halt so ein paar geschliffene Sachen noch und sowas drin. Wie gesagt, ich nehme das hier zum vierten Mal auf, weil ich das immer verkackt habe. Ich mache auch immer dieselben Fehler. Wie zum Beispiel vor der Folge Pangos Axt mir wieder zu holen. Denn wir haben tatsächlich Pangos Axt gar nicht mehr. Ich gucke hier nochmal rum, aber ich wüsste nicht, wo wir die aufgehängt haben sollten, dass ich die jetzt gerade nicht sehe. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Pangos Axt angestellt haben, denn die haben wir ja auf jeden Fall auch mal verdient. Da bin ich mir sicher. Das habe ich auch gar nicht nachgeguckt, aber da bin ich mir trotzdem 100% sicher, dass wir die haben. Was wir auch noch haben, ist hier dieser Zauberschlüsselstein. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Vielleicht können wir den noch für irgendwas gebrauchen. Dann hier noch die Lebensmittel. Da haben wir hier oben auch noch ein bisschen schlechtere, aber die nehmen wir trotzdem mit. Und die Duschen auch noch. Und dann können wir hier auch mal so ein paar Edelsteine verkaufen. Denn die sind alle mal eine ganze Menge wert. Und das wäre ja doof, wenn wir das Geld nicht nutzen. 22.000 von diesen drei Edelsteinen. Reicht ja, wenn wir hier jeweils einen behalten, der ganz schön aussieht. Wir haben ja auch noch ganz viele Früchte, Flammenfrüchte, Früchte des Lebens, so eine komische Bohne. Das können wir ja alles mal. Wir haben ja hier eigentlich auch noch Früchte. Dann können wir ja jeweils eine von mal da reinpacken. Nicht, dass Steve die irgendwann aufbraucht mit seinen Pfannkuchen und sowas. Dann hätte ich das schon lieber, dass er die hier drin lässt.
So, ich sortiere das mal so ein bisschen, wenn wir hier eh gerade noch so dabei sind. Steve eh noch am Arbeiten ist und so. Also hier haben wir die ganzen Relikte. Blub. Dann hier vielleicht die ganzen Tierchen. So, hier ist auch noch ein Tierchen. Die können wir ja hier hinter noch packen. So. Dann die Pflänzchen. Magischer Gartenzwerg, ey. Naja. Ja, den magischen Gartenzwerg lassen wir da auch mal drin. Ist ja alles nicht so krass. Aber wenn wir dann noch mal so ein paar Sachen aus dem Briefkasten bekommen, können wir mal gucken, ob wir da noch mal was. Ja, den Wunsch hätte ich drin lassen können. Ich ärgere mich da immer drüber, wenn ich so doof bin und die Sachen einfach aus Prinzip wegklicke, anstatt erstmal zu gucken, was das überhaupt für Wünsche sind. Das Auslandreisen werden wir ja heute. Gala veranstalten, warum das denn? Jetzt möchte ich eine Gala veranstalten. Wie kann er denn eine Gala veranstalten? Das möchte ich eben gleich nochmal gucken. Wir sind jetzt jedenfalls Staffelführer geworden. Sehr schön. Die gesamte Fliegerstaffel blickt mit Respekt zu dir auf, weiß sein von dir das Urteil zu schätzen und vertraut darauf, dass du sie stets sicher nach Hause bringst. Als neuer Leiter der Fliegerstaffel setzt du deine gute Arbeit hoffentlich fort und hilfst dabei, die Männer und Frauen der Alpha-Dingo-Staffel zu den besten Piloten der Welt auszubilden. Sehr, sehr schön. Richtig gut. Und ja, wir haben Palladium-Barren, Gold-Barren, Supernovium-Barren, Plutonium-Barren, ein paar Herzschlüffe von Violet Mason-Brief, von Amy Brown und von Anna Love Ivy. Das ist ja süß. Du könntest gern mal hier das Bett machen, dich umziehen. Und vielleicht mal hier ein Upgrade machen. Ach nee, warte mal. Und bevor du das machst, ich würde gerne mal gucken, ob er tatsächlich eine Gala veranstalten kann. Ich will keine veranstalten. Ich will aber nur gucken, ob er das kann. Weil mich das ein bisschen irritiert, dass er das plötzlich könnte. So, und was ich beim letzten Versuch auch gemacht habe, also beim letzten Aufnahmeversuch, also, den ihr jetzt aber natürlich nicht gesehen habt, weil ihr jetzt nur diesen Versuch sehen werdet. Ich habe mal ein paar Sachen für Lemmy gekauft. Zum Beispiel hier, geliebtes Tier. Die soziale Zufriedenheit deines Tieres steigt durch den Umgang mit Sims stärker. Weil wir haben so viele Punkte, da können wir die eigentlich ruhig auch mal ausgeben. Ich habe mir auch den Napf ohne Boden geholt. Steve kauft ja eh immer nur normales Hundefutter für ihn. Deswegen können wir ihm ruhig auch noch ein paar andere Sachen geben. Alpha-Tier, dein Tier ist bei der Suche nach Beute und Sammelobjekten mit geschärften Sinnen ausgestattet. Bessere Ergebnisse beim Jagen ist auch super für Lemmy, wenn er immer suchen geht. Und gutes Benehmen ist eh ganz gut. Ja, auch wenn Lemmy sich eigentlich eh immer gut benimmt. Und ansonsten haben wir jetzt auch nichts so Spannendes mehr für ihn. Aber wenn wir so viele Punkte haben, können wir die natürlich auch einfach mal ausgeben, oder? So, das würde ich gern sehen. Können wir eine Gala veranstalten? Nein. Okay, keine Ahnung, warum er diesen Wunsch hat. Naja, wir gehen da auf jeden Fall das erstmal upgraden. Denn dadurch kriegen wir die Verbesserung, also den Wunsch erfüllt. Und wir sollten auch hier in Geschicklichkeit hoffentlich ein Level aufsteigen dadurch. Dann sind wir wenigstens ein bisschen besser. Denn wir brauchen auf jeden Fall auch noch mehr Geschicklichkeit und Athletik für. Bitte was? Hä, warum hast du denn jetzt wieder neu angefangen? Muss ich das verstehen? Hä? Der war doch fast fertig. Steve, was hast du denn getan? Warum hast du das jetzt? Oh mein Gott, warum? Hä? Wie hat er das denn jetzt hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Oh, Steve, du Depp. Wie auch immer er das jetzt geschafft hat. Ich weiß es nicht. Ich möchte halt, dass er Geschicklichkeit verbessert. Verbessert sich das denn mit der Zeit so ein bisschen? Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Was ist, wenn du jetzt abbrichst? Ja, okay. Das ist wie bei Schreiben. Okay. Und du möchtest mit Lemmy apportieren. Dann kannst du ja mal hier hingehen, Lemmy. Können wir gleich mal ein bisschen mit ihm spielen. Können wir ihn ja erstmal loben fürs Verspieltsein.
Bisschen streicheln. Oh, warum bricht ihr denn die Sache wieder ab, ey? Meine Güte, Steve, was hast denn du heute für ein Problem? Dass du einfach die Aktion abbrichst, anstatt das zu machen, was ich dir sage. Oh, richtig nervig, ey. So. Auf jeden Fall mit ihm apportieren kannst du noch mal ein bisschen. Oh nein, jetzt hast du, Flöhe. Ey, wehe, du steckst jetzt Steve noch mal mit Flöhen an. Ja, war ja klar. Gut, da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen, bevor wir losfahren können. Aber, naja. Ach so, wenn wir jetzt den Napf haben, dann muss ich den natürlich auch aufstellen. Sehe ich ja gerade, wo Lemmy Hunger kriegt. Dann können wir den normalen Napf wegpacken und können den hier hinpacken. So. Und er ist sogar schon gefüllt direkt. Da können wir jetzt jederzeit dran futtern und du musst da auch nichts dran machen. Das ist doch super. So, geht's euch beiden dann gut? Ja, dann kannst du bitte nochmal den Schneemann weiterbauen. Ich möchte nämlich einfach die Wünsche erfüllen für Steve, wenn er die schon hat. Dann kannst du ja mal hier aus dem neuen Futternapf was fressen. Dann machen wir das mit dem Flohbad noch, bevor wir losgehen. Ach ja, die beiden wieder. So als wollte Steve nicht los. Das möchte unbedingt hier noch. Ich meine, allein das jetzt mit dem... Hey, jetzt ist es wieder auf 73%. Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Was hat das mit diesem Fernseher auf sich? Ich bin mal gespannt. Merkt euch die Zahl 73. Ich bin mal gespannt, auf welche Zahl die ist. Wenn... Ach, du möchtest ja baden. Stimmt ja. Dann nimm Bad. Ich bin mal gespannt, auf welche Zahl die ist, wenn wir wieder aus dem Urlaub zurückkommen. Ob das dann wieder eine andere Zahl ist. Ich muss es halt auch nicht verstehen, ne? Warum das so wirr ist. Ich hoffe, ich muss es nicht verstehen. So, also wie gesagt, wir werden relativ spät verreisen, aber wir haben ja auch das ganze Wochenende dann noch Zeit und alles. Also ist ja egal. So, reicht das schon? Bist du ja dann jetzt deine Flöhe wenigstens los? Ey, willst du mich verarschen? Du bist jetzt ernsthaft nicht deine Flöhe los, nur weil ich das 2 Sekunden vorher abgebrochen habe? Jetzt, okay. Dann bitte nochmal ein Flohbad. Wir möchten ja den Hund hier nicht tagelang mit Flöhen hier zu Hause bleiben lassen. Sondern wir wollen ja schon, dass es dem gut geht, wenn wir in Urlaub fahren. Deswegen haben wir uns auch um ihn gekümmert. Deswegen haben wir ihn jetzt versorgt mit dem Futternapf, der niemals leer wird. Das heißt, es muss noch nicht mal jemand hier vorbeikommen, um sich um ihn zu kümmern. Er hat eh immer Futter. Pieseln kann er, wann er will. Für Zerstörung hat er immer noch seinen Kauknochen. Also Lemmy ist definitiv versorgt erstmal für die Zeit. Das ist ganz cool. Und wir reisen dann gleich nach China und werden uns darum kümmern. So, ach ja, wir hatten ja hier noch im Inventar die ganzen Sachen. Hier Plutonium, 17.000, das ist zur Hölle. Dann hier nochmal ein Sonnenstein, da haben wir ja schon einen. Supernovium, 8.000 für einen einzelnen. Das Gold ist ja nichts wert im Vergleich. Palladium, 2.000. Ein Herzschliff, nochmal 7.000. Die anderen Sachen können wir erstmal hier reinpacken. Dann haben wir jeweils einen so einen schönen geschliffenen Stein. Das wäre eigentlich ganz cool, die können wir auf jeden Fall aufheben. Wir jemandem mal schenken, wenn wir möchten. Da haben wir echt wieder eine ganze Menge Geld. Das ist auch ganz gut. Dann können wir ja das Ferienhaus, was wir eigentlich schon haben, nochmal wieder kaufen. So. So, pack ihn mal runter. Dann kannst du da schlafen gehen. Und ich besorge nochmal Pangos Axt. Und dann machen wir die Reise nach Shang Simla und dann sehen wir uns, denke ich mal, dort wieder. Ja, und müssen dann wahrscheinlich nochmal das Ferienhaus kaufen. Tada! Da sind wir also. Und ich habe Steve auch direkt Visum Level 3 gegeben, weil er das eigentlich auch hat. Das wird hier gerade noch nicht angezeigt. Ich glaube mal, ich muss kurz laufen oder so. Ich hab ihm eigentlich Visum Level 3 gegeben. Gucken, wartet mal, wenn ich hier... Nee. Gucken, jetzt? Nein. Hat nicht funktioniert.
Egal, dann sind wir halt immer noch wie so ein Level 2. Egal, jedenfalls habe ich auch gleichzeitig seine Aufgabe ihm gegeben. Vergessen wir das. Richtig guter Start. Das ist die Aufgabe, das muss ich dazu nochmal erwähnen. Die haben wir begonnen mit Moonlight Let's Play Folge 160, beziehungsweise da haben wir hier in China den ersten Teil gemacht. Das könnt ihr gerne da nochmal nachschauen, was genau denn da die Aufgabe war. Es hat was mit der Drachenhöhle zu tun. Der da, hier mit der. Damit hat er was zu tun. Da haben wir in Folge 160 diesen Teil der Aufgabe beendet. Wahrscheinlich auch noch die zwei, drei Folgen davor. Dann haben wir weitergemacht in Frankreich. Da mussten wir einen Schlüsselstein finden, um hier dann weiterzumachen. Und das haben wir in Folge 192 beendet. Und auch da wahrscheinlich noch so ein, zwei Folgen vorher. Also könnt ihr da gern nochmal nachschauen im Monat Let's Play, in der Playlist, was denn da tatsächlich jetzt unsere Aufgaben waren, was wir denn da tatsächlich machen mussten und so weiter, beziehungsweise was da so der Inhalt von war. Aber wir machen jetzt hier weiter. Ich habe halt extra nochmal nachgeguckt, wir haben tatsächlich diese beiden Teile schon abgeschlossen. Oh cool, hier ist eine Schlange. Fang die mal. Ich will, dass du die Schlange fängst. Ja, wir haben tatsächlich diese beiden Teile schon abgeschlossen. Ich wollte das halt nicht doppelt machen, deswegen habe ich extra nochmal geguckt, dass wir das tatsächlich auch gemacht haben. Und machen jetzt hier weiter mit dem dritten Teil, der in China ist und wo wir dann wahrscheinlich auch zum Ende dieser Quest kommen werden. Und ich werde jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe es. Debug-Enabler zum Smartphone. Wartet. Set Visa-Level. China. 3. So. Hat er jetzt endlich mal. Ja, danke. Jetzt hat er Visum Level 3. Sehr gut. Das ist halt alles schön, wenn man den Debug-Enabler hat, dass man solche Sachen dann einstellen kann. Das ist das Gute an Mods. Ich ercheate mir sowas ja nicht, sondern ich hole mir das halt zurück, wenn das Spiel entscheidet, mir das nicht nochmal zu geben. Also, hallo, wir haben geklingelt. Danke. Meine Güte. Ich glaube, mit dem Bruder von ihm, Shenzhou, der da gerade da drin ist, oder war es Zanzu? Einer von beiden. Mit einem von beiden hatte ich in einem meiner allerersten Sims 3 Haushalte, mit dem ich über mehrere Generationen gespielt habe. Mit dem ich, glaube ich, also da habe ich, glaube ich, aus jedem Reiseland ein Sim mitgenommen, quasi. Das war so ein bisschen die multikulturelle Familie. Ich glaube, so habe ich sie auch genannt. Einfach weil ich quasi aus jedem der drei Reiseländer in irgendeiner der Generationen einen Partner einbezogen habe. Und einen Partner mir geholt habe. So. Ich lese dann hier mal diese Aufgabe vor, ne, weil hier geht's ja weiter. Steve, hier spricht Zansu. Willkommen zurück in Shang Simla. Also stellt euch vor, wir haben halt tatsächlich, das war, glaube ich, tatsächlich auch das letzte Mal, dass wir da in China waren und dann danach in Frankreich. Danach waren wir nur ganz oft weiterhin in Frankreich und in Ägypten. Also wir waren schon sehr lange nicht mehr hier in China. Deswegen ist das ganz gut, dass wir das jetzt hier wieder machen. Wir haben also, Stand ist, wir haben in Frankreich diesen Schlüsselstein gefunden in den Kellern von diesem großen Anwesen. Und wie gesagt, schaut Folge 192 nochmal. Und jetzt sind wir hier wieder in Frankreich und Zansu hat sich bei uns gemeldet. Steve, hier spricht Zansu. Willkommen zurück in Shang Simla. Stimmt es, dass du den Schlüsselstein gefunden hast, den der schusselige James Vaughan im fernen Frankreich verloren hat? Oder wie auch immer man den auf Französisch ausspricht. Ich muss diesen Schlüsselstein, der die Prophezeiung über die Drachenhöhle erfüllen wird, unbedingt sehen. Bringe ihn mir. Und genau das machen wir jetzt auch. Schlüsselstein liefern. Wie soll man mit einem labern, ey? Wir wollen ja eigentlich nur den Schlüsselstein geben. Und? Ich habe keine guten Nachrichten. Die Drachenhöhle wurde für Dong Huo, den bösen Machthaber vergangener Jahrhunderte, gebaut. Man hatte ihn dort eingesperrt, doch nun ist er wieder erwacht. Er muss von einem Meister des Weges der geballten Faust besiegt werden. Und das bist du. Trainiere bis zum höchsten Kampfkunstfähigkeiten-Level, zertrümmere einen Meteorstein und du wirst der Erfüllung deines Schicksals ein ganzes Stück näher kommen. Okay, das ist jetzt also unsere Aufgabe hier. Da sind wir doch mal gespannt, wie gut wir das hinkriegen werden. Wir werden jetzt aber erstmal ein Ferienhaus kaufen. Ich möchte das Ferienhaus wieder kaufen. Wir müssen jetzt also tatsächlich erstmal Stufe 10 der Kampfkunstfähigkeit erreichen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich hoffe es jedenfalls. Das hier war das Ferienhaus. 84.000. Oh Gott, das haben wir echt nicht mehr viel. Wäre so gut, wenn wir noch das ein oder andere Abenteuer schaffen würden. Wartet mal.
wir schon mal hier sind, Shen. Wir können doch bestimmt hier. Grüßen wir dich mal freundschaftlich. Können wir mit dir nicht sparen? Guck mal. Wenn wir mit dem vielleicht sparen gehen. Sparen können. Ja, doch, können wir. Sehr gut. Je höher sein Level ist, desto schneller lernen wir dann natürlich auch. Oder verbessern wir uns dann natürlich auch. Stufe 6. Er hat den braunen Gürtel. Ich glaube, der braune Gürtel ist besser als der blaue. Das heißt, da sollten wir doch schon ein bisschen was lernen. Das heißt, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, die wir jetzt haben, die nächsten Tage. Oh, kannst du bitte dein Handy ausmachen, wenn du am Sparen bist? 4 Stunden trainieren. Können wir auch gern machen. Ich frage mich, ob das dazu zählt. Zählt das dazu? Nee, ne? Das meinst du richtiges? Aber wir müssen ja sowieso auch Athletik verbessern für den Job. Das ist also auch ganz praktisch. So, Level 10. Ja, bisschen sieht ja schon ganz gut aus. Ich glaube, Steve hat gerade eben verloren. Den gucken wir da mal so ein bisschen zu, wie die beiden sich hier so machen. Wäre halt echt ganz gut, wenn wir das ein bisschen ausbauen könnten. Das ist also unsere Aufgabe für die nächsten Tage. Da werden wir tatsächlich einige Tage für brauchen, würde ich mal behaupten. Werden hier, also ich denke mal, am schnellsten kann man das tatsächlich trainieren, indem man hier gegen andere Sims trainiert. Warum haut der ab? Achso, der will ein Foto von uns machen. Ja, du hast den berühmten Steve Cartney besiegt. Herzlichen Glückwunsch. Wie weit sind wir eigentlich noch von Stufe 5? Oh Gott, wir haben ja gerade erst angefangen, ein B-Promi zu sein. Dann kann das ja noch ein bisschen dauern. Aber wir wollen uns auf jeden Fall hier ein bisschen verbessern. Wie viel haben wir uns jetzt eigentlich verbessert? Allein durch diesen einen Kampf? Na, doch, ein Stück. Wie gesagt, wir müssen jetzt sehr viele Kämpfe machen. Ihr könnt ja auch mal schreiben, wie findet ihr eigentlich diese Sparing-Kämpfe? Findet ihr die interessant? Schaut ihr euch die gern an? Weil ich gucke die super gern an. Ich finde die total spannend. Ich finde, das haben sie echt cool gemacht in Sims 3. Diese Sparing-Kämpfe, ich finde die echt ganz interessant. Und könnt da gern die ganze Zeit zugucken. Aber wenn ihr sagt so, nee, das finde ich eigentlich relativ langweilig. Oh, Steve hat gewonnen. Cool. Also er hat zumindest einmal einen Schlag ausgeführt gegen ihn. Richtig cool. Wenn ihr sagt so, nee, das ist ja irgendwie langweilig, müssen wir nicht unbedingt sehen, dann kann ich das natürlich auch vorspulen. Aber ich gucke mir die super gerne an, deswegen machen wir das jetzt hier auch. Den Kampf gucken wir uns noch an und dann können wir das nächste Mal dann hier auch weiterarbeiten. Wir müssen natürlich auch nochmal Wu finden und irgendwie, weiß ich nicht mit ihr Schluss machen, aber halt, wow, wir haben gerade 2-0 gewonnen, obwohl wir gerade eben 2-0 verloren haben, das ist ja nicht schlecht. Dann werden wir hier das nächste Mal weitermachen. Die Folge ist ja eigentlich schon vorbei. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir sehen uns nächste Woche weiterhin hier in Shang Simla. Und ich hoffe, ihr freut euch drauf, dass wir hier mal wieder verreisen mit Steve. Ist tatsächlich doch eine ganze Weile her, dass wir mal wieder verreist sind. Und dann habt noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Ich freue mich wie immer sehr über Kommentare von euch.